Hallöchen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge von Wada Nohara and the Great Blue Sea. Wir starten hier auf der Regenbogeninsel. Ich glaube, es war die Regenbogeninsel. Sekunde. Plopp, plopp, plopp. Ich kann ja nochmal nachgucken. Regenbogeninsel. Bom, 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 bom. Alles klar. Aber wir fahren wieder los, weil es soll ja bald ein Bankett geben im Meereskönigreich. Tja, ich habe mich echt gefreut. Ich bin echt glücklich, dass wir auch einen Regenbogen sehen konnten. Ja, das war erfrischend. Wie hieß das? Naja, er denkt immer noch an die herunterfallenden Regenbögen halt. Das ist so süß. Wir sollten noch ein bisschen mehr spielen, während wir unterwegs sind. Ich möchte zur Wharf Roach Isle. Also das ist ja, Wharf Roach haben wir ja jetzt schon voll oft gehabt bei den Spielen von Mogeko. Das ist diese Art von Kakerlake. Das ist aber ganz schön weit. Ist doch egal, lass uns gehen. Ich will gehen. Mir ist egal. Okay, lasst uns gehen. Juhu! Yay! Aha, also machen wir uns nochmal auf den Weg zu einer anderen Insel. Ah, ich habe zu viel gespielt. Sie haben sich alle ausgetuckert. Sekunde, ich muss die Minute aufschreiben. Kenne ich überhaupt nicht das Wort. 1,30 ungefähr. Als ich klein war, war Tatsumiya immer sauer auf mich, wenn ich zu spät nach Hause kam. Aber in letzter Zeit habe ich sowieso immer nicht so lange gespielt. Ah, nein, also eigentlich damals? Hä? Was? Was denn? Ich glaube immer noch... Das ist immer so mysteriös zwischendurch. Aha. Erfahren wir jetzt etwas über Wada Nohara? Das finde ich ziemlich cool. Wenn wir mal vor allem wüssten, was mit ihr und Samekishi war. Oh, okay. Und bald schon kam die Nacht des Vollmondes. Ist sie heute in Laune zu spielen? Ich glaube ja. Sie sieht ganz glücklich aus. Ja, heute fühle ich mich gut. Oder doch nicht? Aber es ist fast an der Zeit. Alles klar, ich muss mich bereit machen. Fürs Bankett oder was? Aber was müssen wir denn dazu machen? Müssen wir uns umziehen oder? Es ist fast an der Zeit. Seid ihr bereit? Total bereit. Okay, ich bin soweit. Alles gut. Okay, dann lasst uns gehen. Müssen wir selber gehen, oder? Anscheinend schon. Die Kiste, stimmt ja. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich bin ganz aufgeregt. Was ist in der Kiste? Was ist in der Kiste? Hier. Super cool. Dauert jetzt nur ein bisschen, weil wir die ganzen Treppen hochlaufen müssen. Und dann müssen wir ja zum Meeresschloss. Oh, das war... Oh Gott, ich kann mich gerade nicht erinnern. War das jetzt links oder unten? Ach, ist ja auch egal. Wir können ja eben mal nachschauen, ne? Wo das ist. Da sind ja Schilder dran. Da! Da, 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 da. Und? Heilige Heil-Items erhalten? Aha! Prosciutto! Das ist ja cool. 200 Gramm Prosciutto. 99 Stück. Okay, das heilt uns komplett. Na, das macht ja das Spiel jetzt noch einfacher. Aber gut, egal. Es geht ja wirklich, wirklich, wirklich gar nicht um die Kämpfe scheinbar in diesem Spiel. Von daher ist das in Ordnung und ich finde es ziemlich cool. Ich glaube, sag mal, ist uns das letztes Mal aufgefallen? Dass da ist der Mogeko Castle-Turm, oder? Sieht zumindest so aus. Weil es so ein Katzenkopf ist. Also ein Mogeko-Kopf eigentlich, aber so ein bisschen in Katzenform. Ich weiß gar nicht, ob mir das aufgefallen war letztes Mal. Ob ich das erwähnt hatte? Ich bin mir nicht sicher. So, wo ist jetzt das Meeresgötterschloss gewesen? Ich meine ja links, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Wir gucken lieber nach. Scheiße, nein, es war unten. Wie peinlich. Kurzzeitgedächtnis hat wieder angegriffen. Nicht schlimm, nicht schlimm. So. Ja. Hä? Nee, 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 Sekunde. Jetzt fällt mir gerade ein. War das hier nicht so... Ja, genau, das bringt uns ja schnell hin. Puh, jetzt wäre ich fast losgelaufen. Habe ich ganz vergessen. Und jetzt nach oben. Ja, super.
Wir wollen Party machen. Ich glaube, es ist sogar schon Partymucke, ne? Hey, geht es dir gut? Uff. Essensvergiftung vor dem Bankett. Ich hätte kein verrottetes Gras, Seegras essen sollen, genau. Okay, also ich sehe schon, wir sollen einfach nur da nicht lang. Wahrscheinlich ist es hier... Oh, wow, das ist ja mal krass. Oh, du hast viel durchgemacht, Wadan O'Hara. Ich kann meine Drinks super gut halten. Ninja Arts, Camouflage. Oh Gott, ich kann doch hier mit allen reden. Ich glaube, man soll mit ihr reden, kann das sein? Hat sie deswegen die Punkte über ihr? Oh, Hallöchen. Meinem Ehemann geht es schon besser, deswegen kann ich den Tag heute genießen. Ach, da ist er ja. Ah, da sollen wir uns hinsetzen, verstehe. Wunderbar. Ich freue mich, dass es meinem Vater besser geht. Ja, ich freue mich auch. Wir reden erstmal mit denen und dann sollen wir uns scheinbar hinsetzen. Wadan O'Hara, hab Spaß. Oh ja, ich bin der Koordinator. Wadan O'Hara, vergiss den Alltag und habe Spaß. Die ist schon total besoffen. Ich bin es ja gewohnt, aber die besoffene, also die betrunkene Helika ist ziemlich eklig. Ja, manche Leute werden wirklich ziemlich ätzend, wenn sie betrunken sind, das stimmt schon. Na gut, ich setze mich mal hin. Ich finde es ein bisschen übertrieben, jetzt alle anzusprechen. Am Bankett teilnehmen? Ja. Natürlich, Party machen. Wow, es ist wirklich total voll hier. Oh ja, das ist es. Ich frage mich, ob ich auch etwas trinken sollte. Mein Schatz, kein Alkohol. Du hast dich noch nicht voll erholt, okay? Ja, hast wohl recht. Schade. Vater, sei doch nicht so. Ist schon in Ordnung. Ich will essen. Also es krummelt so der Bauch. Es war hart. Deswegen müssen wir diese Tage genießen. Ja, genau. Hey, der Koordinator sagt etwas. Das ist total cool, finde ich. Dieses riesige Bankett. Voll niedlich. Alle Charaktere versammelt. Ich bin der Koordinator. Irgendwie schon betrunkene Helika. Ah, nur ein bisschen Bier und es ist um mich geschehen. Boah, Helika tut es schon wieder. Ihr alle, bitte habt Spaß. Ein Toast. Auf den Frieden in unserem Meer. Hey, das ist mein Job. Hurra! Eigentlich wäre es jetzt echt logisch, wenn hier was passieren würde, oder? Alle sind gerade versammelt. Perfekter Zeitpunkt für einen Angriff. Die Meeresbewohner hatten ein sehr festliches Bankett. Oder doch nicht? Passiert echt nichts? Na, noch sind wir dabei. Na, 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 na. Ich brauche eine Pause. Ich werde ein bisschen rausgehen. Okay. Wenn das so ist. Nom, nom, köstlich. Nom, nom. Finde ich ja süß. Aber hier komme ich nicht raus. Komme ich da raus? Nee, dann soll ich wohl unten raus. Alles klar, ich dachte vielleicht auf den Balkon da oben. Wie weit soll ich raus? Ich würde mich ja nicht zu weit entfernen. Oh. Also ja. Wow, das geschieht also. Es gibt eine Menge Pieps wie diese unter den Hexen, um ehrlich zu sein. Sekunde, ich schreibe mir wieder die Stelle auf, damit ich es nicht vergesse. Nicht so viele ehrliche Mädchen wie Wadan O'Hara. Tatsächlich. Vielleicht ist sie ein bisschen seltsam, wenn man es jetzt so bedenkt. Sie wurde auf jeden Fall mit Liebe erzogen, da bin ich mir sicher. Ja, mit Meeresbewohnern überall um sie herum. Jetzt, wo ich darüber nachdenke, wo ist Wadan O'Haras Vater momentan? Ja, ich schätze, früher oder später muss ich dir die Geschichte sowieso erzählen. Hm? Es war vor langer Zeit. Vor langer, langer Zeit gab es einen König in unserem Meer, den großen Meeresgott,
und zwei Prinzessinnen, seine Töchter. Zu jener Zeit war das Meer ein wirklich wunderschöner, friedlicher Ort. Aber der Meeresgott fiel in einen tiefen, tiefen Schlummer. Keiner weiß wieso. Als der Seegott verschwand, der Meeresgott verschwand, war es die Regel, dass nun die Prinzessin, ja, das Meereskönigreich anführt. Aber es gab zwei Prinzessinnen. Eine musste ausgewählt werden. Der Meeresgott wählte Prinzessin Uomi aus. Die andere Prinzessin konnte diese Wahl nicht akzeptieren. Und so nutzte sie ihre Macht, um das gesamte Meer in Tod zu färben. Natürlich kämpften die beiden Prinzessinnen gegeneinander. Die Meeresbewohner nahmen eine der Seiten ein und es begann ein großer Kampf. Das Meer stürmte, alle wurden verletzt und überall herrschte der Tod. Es war eine höllische Szenerie. Aber eine Person stand auf, um diesem Gemetzel ein Ende zu bereiten. Das war Wadanoharas Vater, der große Magier. Der Magier benutzte einen mächtigen Zauberspruch, um die andere Prinzessin zu versiegeln und ihre Begleiter. Okay, wer ist die andere Prinzessin? Mit jener Magie erhielten wir unser Meer zurück. Aber alles, was übrig blieb, war die Cast Pearl? Die Perle? Ach, das Ding da oben, ne? Der große Magier konnte nicht aufgefunden werden. Ah, er ist einfach verschwunden. Vielleicht hat er all seine Energie verbraucht. Vielleicht war die Macht, also die Kraft, die in diesen Zauberspruch gelegt werden musste, zu groß. Also sind die Leute, die jetzt hier sind, jene, die sich auf Uomis Seite geschlagen haben. Ja. Ich diente dem großen Magier. Bis Wadanohara eine ausgebildete Hexe war, nutzte ich, was er mir beigebracht hatte. Seine Magien. Und ich beschützte dieses Meer. Ich verstehe. Also hast du dich um die Barriere gekümmert? Ja. Das war es also, worüber sie geredet hatten. Warte, aber wann war das? Wadanohara ist doch immer noch ein Kind. Ja, Wadanohara wurde aus einem Ei geboren, lange nachdem der Frieden wieder zurückgekehrt war. Wow, aus einem Ei, hä? Ja, ein wunderschönes Ei, rund wie der Vollmond. Sobald sie geboren wurde, ich brachte ihr alles bei, was mir der große Magier beigebracht hatte. Ich verstehe, ich verstehe. Ja, außer jener einen Magie. Oh, welche ist das? Er ist einfach verschwunden. Aber wenn er aus einem Ei geboren wurde, vielleicht ist der Mond er. Das könnte doch sein. Ich denke, ich werde mal da drüben rumlaufen. Wieso? Begib dich bitte nicht in Gefahr, Wadanohara. Das ist doch wirklich unnötig. Wohin denn? Okay, hier entlang habe ich nichts zu tun, hier auch nicht. Und dort? Okay, wir wollen wohl hier entlang laufen. Hey! Hä? Oh, Samekishi! Samekishi? Ich dachte mir, also ich dachte so, das Dorf ist ja so still. Was tut ihr denn alle? Hä? Alle sind beim Bankett im Schloss. Hä? Was ist los? Hey, Wadanohara? Hä? Was zur Hölle ist... What? Hä? Hä? Was war das? Das kann nicht sein. Oh, scheiße, ist die Barriere vielleicht kaputt gemacht worden? Samekishi, warte, wo gehst du hin? Ich gehe hinterher.
Schnell! Das könnte schon sein, oder? Das sah ganz komisch aus. Vielleicht wurde ein Loch geschlagen in die Barriere oder sowas. Ich weiß nicht, wo es lang ging. Ich glaube hier. Ich glaube, wir müssen hier so nach oben. Vielleicht ist gleich ein ganz harter Kampf. Wer weiß. Eine Herausforderung. Finde ich ja immer noch cool mit dem Prosciutto. Dass das in der Kiste war. Total geil. Ich finde das echt lustig, dass der Entwickler sich da immer selber, ja, wie nennt man das, Verweisen in den Spielen setzt. Warte, Samekishi! Was zur... Oh Gott, ich hab's zu schnell weggedrückt. Die Dinge sehen aus. Ich schau mal nach dem Tor. Nach welchem Tor? Das Eingangstor oben, oder was? Zu dieser Welt, ne? Denk ich mal. Was könnte denn hier sein? Oh, nein! Sie haben mich erwischt. Oh nein! Es tut mir so leid. Oh Gott, oh Gott. Nein, Samekishi. Samekishi! Was ist denn los? Geht es dir gut? Bleib fort, Wadanohara! Bist du die Meereshexe? Hä? Oh! Das ist ja cool. Das könnte die andere Prinzessin sein. Freut mich, dich kennenzulernen. Wer? Ich bin ein Dämon, angestellt vom Tosatsu-Königreich. Nenn mich Laurentia. Tosatsu-Königreich? Ja, so ist es. Nun dann, ich werde mich gleich mal an die Arbeit machen. Du kannst das nicht tun. Du kannst nicht ins Meereskönigreich. Oh doch, das kann ich. Oh, alle auf einmal, unsere ganze Arbeit. Oh Gott, die Barriere um dein Königreich sollte gerade kaputt gegangen sein. Mein Körper. Wadanohara, was? Meine Güte, es ist genauso, wie es mir gesagt wurde. Bitte, ruh dich ein Weilchen aus. Wadanohara! Gut gemacht, Laurentia. Alles nach Plan. Die Ehre ist ganz meinerseits. Gut gemacht, Prinzessin, gut gemacht. Dad liebt es, dich glücklich zu sehen. Nun lasst uns gehen. Warte nur, Uomi. Du bist die Nächste auf meiner Liste. Das ist die Prinzessin. Scheiße. Bestimmt. Oh oh. Aber was haben sie mit Wadanohara eben gemacht? Wieso hat sie wieder ihre... Entweder ist es ein Rückblick oder sie träumt. Oder ich kann mich vorstellen, dass sie wieder in das Alte wechselt. Wadanohara. Oh, guten Morgen, Samekishi. Was? Du bist schon aufgewacht? Du bist schon aufgestanden? Gott, weck mich. Oh, Gott, weck mich doch auf. Du hast einfach so schön geschlafen, Samekishi. Naja, ich bin ziemlich viel rumgeschwommen gestern. Geht es dir gut? Ja, ist schon alles okay. Also, was soll es heute sein? Naja, da ist eine Insel, die ich gerne besuchen würde. Sie heißt Apfelinsel. Oh, dorthin? Das ist ja ein ganz schönes Stück. Dann sollten wir uns wohl auf den Weg machen, hm? Ja.
Ja, ich würde sagen, das ist ein Rückblick, ne? Wahrscheinlich ist sie so. Ja, sie wurde so umgenockt, vielleicht, dass sie. Ja. Jetzt. Ja, ich überlege gerade, sorry, deswegen diese Pausen. Ja, sie wurde vielleicht so ausgenockt, dass sie gerade in ihrer Traumwelt ist und sich an Dinge erinnert, die geschehen sind. Oder es ist nur ein Traum, aber ich würde wohl eher tippen, dass es eine Erinnerung ist, oder? Ich weiß nicht genau. Also müssen wir jetzt nach oben, ne? Aber unsere Freunde sind gar nicht da, ne? Huch, was macht der denn da? Wow, was nun? Es sind zu viele gewachsen. Ich muss, ja, trainieren. Aums Haus, stimmt. Die hatten wir ja auch kennengelernt. Wenn ich sehe, wie Helika nach jedem Bankett aussieht, sollte sie vielleicht doch lieber nicht trinken. Dies muss ja echt eine Schnapsdrossel sein, ey. Oh, wie süß. War da Nohara? Ja? Was willst du denn tun auf der Apfelinsel? Da gibt's doch nichts außer Äpfel. Ah, naja, da ist ein großer Apfelbaum, ganz am Ende der Insel. Und es gibt eine Magie, die ich ausprobieren will an seinen Äpfeln. Du willst also Apfelkuchen machen, oder was? Apfelkuchen kann ich auch ohne Magie herstellen. Möchtest du Apfelkuchen? Nein, nicht wirklich. Oh. Oh, Momentchen mal. Fall nicht runter, so wie letztes Mal, okay? Mir geht es schon gut. Wirklich? Das ist ja süß. Okay, die Apfelinsel sollte hier in der Nähe sein. Alles klar, lass uns gehen. Ist er in meinem... Cool. Ah, er ist ein Familiar. Er ist ein Begleiter. Hat er mal zu meiner Gruppe quasi gehört. So wie Dolphy und Himoka und Fukami. Ah, hier, Äpfel, Äpfel, jede Menge Äpfel. Guck mal, eine Menge Äpfelbäume. Apfelbäume meine ich, Äpfel. Du bist hungrig, hm? Nein, nein. Doch, gib's doch zu. Okay, hier ist die Apfelinsel. Na gut, meine Lieben, wir müssen leider erstmal aufhören. Dann bin ich mal gespannt, was wir über Wada Nohara und Samekishi erfahren. Und ich hoffe, hier ist nichts Schlimmes passiert. Und was ist jetzt mit dem Unterwasserkönigreich geschehen? Oh, ein ganz schlimmer Angriff, fürchte ich. Naja, wir werden bestimmt Näheres in der nächsten Folge erfahren von Wada Nohara and the Great Blue Sea. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.